So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Unboxing. Ihr seht, ich habe keine Hose an. Da stehen Pakete. Das heißt, wir wollen wieder was auspacken. Ich hatte nämlich Geburtstag, 35 Jahre alt geworden. Ein paar Sachen habe ich schon im Geburtstagsvlog gezeigt, den ihr aber noch nicht gesehen habt, weil als die Gäste kamen, haben die mir direkt was gegeben. Ich habe ein bisschen was ausgepackt. Das werdet ihr am Wochenende sehen. Da werden drei Teile kommen, drei Premieren, drei Vlogs zum Geburtstag. Andere Sachen habe ich dann hinterrücks bekommen, auch von Pupsi, von der Familie, Fanpakete, noch ein paar Zusendungen. Das steht jetzt alles hier drüben. Das wollen wir jetzt alles auspacken. Ein großes Geburtstags-Unboxing. Ich weiß selber noch nicht, was da alles genau ist. Aber das schauen wir uns jetzt an. Wenn ich es mal kurz hochnehme, würde das jetzt so aussehen. Und guckt mal, sogar Montana Black ist am Start. Selbst der ist dabei und hat Geburtstag mitgefeiert. Ansonsten habe ich beim letzten Asia-Unboxing was vergessen. Das werdet ihr aber dann auch später erst sehen. Und da ist sogar der Adi Schatz. Alles Gute, Adi, dass man dich auch mal wieder sieht, gell? Jetzt aber, Videostart kommt, würde Naturin sagen, oh my. So, ich habe die Sache mal kurz ein bisschen aufgeteilt. Neben mir habe ich die gestellt, neben mich habe ich die gestellt, die noch neu sind, die ich noch gar nicht kenne. Hier drüben die Sachen, die in den Geburtstagsvlogs vorkamen, die ich auch noch mal kurz zeigen möchte. Aber zuallererst, guckt euch mal dieses schöne Schild an vom Gönner G, eigentlich Gönner G, aber weil es ist ja nur ein N, heißt es für mich immer noch Gönner und dann G, also ein Gönner G oder Gönner G, je nachdem wie man es ausspricht, denn selbst Montana Black hat an den Geburtstag gedacht, hat mir hier diesen super Aufsteller zukommen lassen. Wenn ihr denkt, die Geschichte ist wahr, dann egal, ich war im Rewe, der Aufsteller war leer und ich habe mir halt oben den Kopf einfach mitgenommen, habe die Kassiererin gefragt, hat gesagt, kein Problem, habe ich mitgenommen. Jetzt kann ich mir das in den Stream-Hintergrund stellen und alle denken, ich bin Fan davon. Dann vom Stefan Landei habe ich hier dieses Inselbier, also von der Inselbrauerei, Bier bekommen. Da ist hier so ein super genialer Bus drauf, wo ihr in Urlaub mit fahrt und mit Surfbrett und Freunden und Texas Chainsaw Massacre mäßig zwei Flaschen Papierbier plus dieses Glas, wo auch nochmal hier dieser Bus drauf eingestanzt ist, graviert ist, gemacht ist. Das sieht auf jeden Fall immer stark aus und mit Hannes habe ich auch ein Inselbrauerei seltene Biere Tasting gemacht, aber nicht in der Auto Edition, sondern in der Tier-Edition, das kommt auch bald auf dem Kanal online. Dankeschön an Stefan Landbräu. Dankeschön an Stefan Landei. Das lasse ich mir sicherlich schmecken, denn das sind ja ganz besondere Biere in der Flaschenreifung. Dann habe ich hier einen riesen Karton. Da habe ich die Sachen, glaube ich, vom Wochenende drin ein bisschen gesammelt. Da werde ich schneller durchgehen, weil das seht ihr sowieso nochmal. Vom Silvio gab es zum Beispiel diese zwei Eier. Da schlüpft ein Dino und ein Pferd. Wenn man das richtig macht, habe ich noch nicht gemacht. Muss man mal gucken, wann man das macht. Dann vom Timo gab es diese Badeende im Wrestling-Stil mit einer Wrestling-Maske, mit einem Wrestling-Gürtel. Die sieht richtig stark aus. Hier ist noch eine Powerbank drin von Hama. Eine Powerbank Slim. Braucht man immer mal als Pokémon Go-Spieler oder unterwegs, wenn ihr jetzt irgendwie was macht oder guckt. Dann haben wir hier noch Samyang-Nudeln. Einen ganzen Vorrat voll von den Carbonara, von den Cheese, von den Too Spicy, von den Original und zweimal hier dieses Samyang Reisküchlein. Ich weiß jetzt den Namen nicht genau, aber das sind diese Reisküchlein, diese Topoki, wer die kennt, da auch zwei Dinger voll. Das kommt jetzt hier hin, aber ich Schatz, Vorsicht, also bitte weg da. Dann hier drüben haben wir noch eine Box, wo verschiedene Sachen drin sind. Hier zum Beispiel Servietten. Die sind vom Wochenende noch. Die lagen da rum. Die habe ich einfach mit eingepackt in die Box. Die hat man gebraucht als Klopapier. Ich habe da einfach die Packung genommen und habe die dann als Kopfkissen benutzt. Hat auch keiner mehr danach gefragt. War richtig genial. Dann aber vom Natururin. Ich glaube, das war ein gesponsertes Geschenk, wo er Werbung für machen muss oder so. Da hat er mir hier so eine Taschenlampe besorgt, eine Campinglampe, irgendwas.
kann man per USB aufladen, können da hier die Leute anleuchten. Meine Frage ist, wozu brauche ich die unbedingt als Produkttest so für ihn und alles zum Verschenken, wenn er dann eine übrig hat? Okay, aber ich selber brauche, glaube ich, jetzt nicht unbedingt eine. Ich habe mir jetzt extra eine Kameralampe geholt, die ich direkt auf die GoPro drauf mache. Ich habe zwei Kopflampen irgendwo rumfliegen. Ansonsten hat man ja eigentlich immer das Handy auch dabei, wo man leuchten kann, wenn man nachts nochmal kurz aufstehen muss oder irgendwo hingeht. Na gut, wenn es jetzt schlechtes Wetter ist und Handy rumzerren als Lampe, da ist so ein Ding natürlich robuster und besser, aber so viel bin ich ja nicht draußen. Wenn ich draußen wäre, wäre das wahrscheinlich geeigneter. Kannst du auch beim Zelt oben anhängen, anbringen, dass es über dir leuchtet. Aber da gibt es bestimmt viele Leute, für die das viel besser geeigneter wäre als für mich. Trotzdem ist es ein Geschenk, trotzdem danke dafür. Mal gucken, was ich damit noch mache oder wo es mich noch hinführt. Vom Silvio gab es noch hier so ein kleines zusammengestelltes Paket. Da ist für Jonas was drin, wo er so einen Handabdruck reinmachen kann. Ihr habt da noch ein Body, ihr habt da Strümpfe, also extra für Barbie. Dann haben wir lauter kleine Packungen Samyang. Das sind welche vom Brösel, das sind welche von Sarina, das sind welche von, ich habe keine Ahnung. Da sind auf jeden Fall noch welche dabei. Ihr habt eine Carbonara, ihr habt die Original. Hier habt ihr zweimal Kimchi. Timo müsste da auch noch einiges dabei sein. Hier habt ihr nochmal Käse, nochmal Carbonara, nochmal zweimal Curry vom Fahrer, denn wir haben getauscht. Nochmal Carbonara. Dann ein Knabbermix für Katzen, der ist auch wichtig. Ein Brett, ein Schneidbrett für 20 Euro von der Shenaya, denn da steht Neuss drauf. Ein neues Schneidbrett aus Neuss, ein neues Brett, ne? Da ist Neuss eingraviert, eingestraffiert, eingemacht. Dann haben wir hier nochmal Klopapier. Ah, die Schatz! Dann haben wir einmal saure Kuddeln, das sind wohl Gedärme zum Essen. Das ist von der Bo, das weiß ich noch. Dann ganz wichtig, Bonduelle, Currybohnen, 3 Dosen Currybohnen von Bonduelle. War mega schwer da ranzukommen. Geht ihr mal in den nächsten Supermarkt und guckt mal, ob ihr Bonduelle Currybohnen findet. Ihr werdet sicherlich Chilibohnen finden, aber findet ihr auch Currybohnen? Ich glaube es nicht. Waren auch von der Shenaya, danke dafür. Hier nochmal Stäbchen für die Samyang-Nudeln von der Sarina, glaube ich. Dann haben wir hier noch einen Briefumschlag drin. Hier liegen auch noch welche. Da wollen wir kurz gucken, als ob ich dich das Bier alleine bezahlen lasse. Bra, das war ein Umschlag auch von der Bo. Mit 50 Euro drin, den hat er auch, weil ich habe das ganze Bier gekauft für 180 Euro. Ich habe da Essen bezahlt für 80 Euro am ersten Tag alles und der Bo wollte sich beteiligen an den Kosten vom Geburtstag, hat mir also diesen 50 Euro Umschlag mitgegeben. Dann habe ich hier drüben was für Ramon und Sandra, steht da drauf. Jetzt muss ich hier wieder reingucken, was das ist. Das ist eine Geburtstagskarte zum Baby, alles Gute. Also ist es gar nicht für den Geburtstag, das haben wir aber gestern bekommen. Ach, von meiner Tante, der Tante Simone, die wünscht nochmal alles Gute wegen dem Baby, wegen allem hin und her. Glück, Gesundheit, Familie, da sind nochmal 25 Euro drin gewesen. Gleichzeitig wird das sicherlich auch mit als Geburtstagsgeschenk so ähnlich gedacht sein. Dann habe ich hier eine Karte von der Reike, die machen wir auch mal auf. Die habe ich bis jetzt noch nicht aufgehabt. Den Briefumschlag kann man sicherlich zerstören, komplett. Komplette Zerstörung vom Briefumschlag. So, gucken, dass wir nichts verlieren. Das ist 3D. Zum Geburtstag wünsche ich dir. Da steht so viel Zeug drauf. Sieht man das hier, wie 3D das ist? Das ist so richtig holographisch und ihr könnt da reingucken und seht ganz hinten noch ganz viel. 3D-Grüße. Wünsche dir hier Konfetti, Freude, Glitzer, Gesundheit, Erfolg, Träume, Glück, Liebe, Zeit, Spaß. Dann machen wir das auf. Jetzt dachte ich, kommt noch Musik, ne? So richtig übertrieben. Nein. Hab eine richtig tolle Geburtstagsparty. Lieber Ramon, alles Gute zu deinem Geburtstag. Wünschen dir von ganzem Herzen Norman, Jürgen und Reike. Liebe Grüße an deine Familie. Noch mit Smiley dabei und alles. Das sind auch noch 20 Euro drin. Die leg mal hier rüber. Zeigen die Karte doch mal außen. Richtig brutal, auf jeden Fall. Muss ich mir mal wieder aufheben. Ich mache immer einen Karton, wo Community
Geschenke drin sind und Karten und Sachen, dass man später mal, wenn man da reinguckt, sieht, wer alles im Leben mal an einen gedacht hat. Das kommt auch hier rüber. Dann kurz was von Pupsi, weil das jetzt so einzeln hier rumliegt. Hier ist ein Ledermäppchen mit einem Zettel. Kommt von Herzen, steht hier. Dann steht hier drauf, Himmelsflüsterer auf dem Ledermäppchen. Dann macht ihr das auf. Dann ist hier drin einfach ein so ein Armband. Ein richtig stabiles, festes, heftiges Armband. Und hier steht drauf, Jonas Habanero Hess. Und das kannst du dir dran machen und dann ist dein Armgelenk nicht mehr so nackig, denn mein gelbes Gummi-Silikonband, was ich hier immer hatte von Team Gelb, ist ja nicht mehr da. Ist kaputt gegangen irgendwann, weil der Adi nachts da immer dran rumfrisst. Jetzt eben dieses schwarze, stylische, brutale, harte Band mit Jonas Habanero Hess. Das habe ich vorhin schon dran gehabt, fürs Video habe ich es extra jetzt nochmal abgenommen, dass wir da nochmal bei Null anfangen. Weiter habe ich hier, nehm mal von oben weg, eine Tüte von Niantic Supply. Adi, nein! Der Adi will mein Band. Adi, aus! Adi, Schatz! Jetzt tun wir es mal hier hin. Das also eine Tüte vom Niantic Supply. Das machen wir mal kurz auf. Gucken mal hier rein. Und da habt ihr zwei T-Shirts. Oh, hätten sie noch ein paar Sticker reinmachen können. Das ist auch von Pupsi, das hat Pupsi bestellt. Das sind diese offiziellen Pokémon GoFace T-Shirts für dieses Jahr. Einmal Größe 2XL, einmal Größe XL. Ich mache lieber mal die 2XL auf, zeigen euch das mal. Das geht ja alles um Mega Rayquaza, deswegen sollte da ein Mega Rayquaza Logo Bild drauf sein. Ich hätte es ja passender in grün gefunden, weil Mega Rayquaza ist ja grün und der Rest ist auch grün. Jetzt habt ihr hier ein offizielles GoFest 2023 T-Shirt, wo auch hier im Nacken nochmal Pokémon GoFest steht, wo hier drin im Bund GoFest steht, 23. Und ihr habt dann natürlich das Mega Rayquaza, was hier bei dem Pokéball oben drüber fliegt. So, soll ich das T-Shirt mal kurz wechseln, dass man sieht, wie das ausschaut? Ich ziehe mal kurz das hier aus. Ich ziehe mal kurz das hier an und hoffe, was macht man mit dem zweiten? Ich weiß es nicht. Eins zum Verlosen, eins zum Wechseln, eins für Pupsi, eins für keine Ahnung. Wir heben es erstmal auf, wir ziehen erstmal das hier an, wir setzen die Mütze wieder auf und haben jetzt das offizielle, jetzt sehe ich aber weiß aus, richtig weißer Dude heute. Dankeschön Pupsi dafür. Dann haben wir hier ein kleines Paket, hier ein kleines Päckchen, was wir auch noch aufmachen. Dann lassen wir die Schleifen einfach zu. Wir haben das so einen Trick. Wir biegen das immer einmal hier um die Ecke. Dann ist das schon auf. Dann kann man das einfach wegmachen. Dann kann man das aufziehen. Dann haben wir hier drin Milka, hauchzarte Herzen, zart, herb. Ich bin nicht der süße Typ. Das würde jetzt eher ich an Pupsi weitergeben und dann ist es aber auch noch zart bitter. Dadurch ist es ja gar nicht so süß, aber ist leider gar nicht mein Geschmack. Hauchzarte Herzen, zart her. Mal gucken. Mal gucken, das kommt auf jeden Fall auch noch gut unter die Leute. Wenn nicht, kriegt das dann einfach das Muttertier, die freut sich bestimmt. Und dann habt ihr hier noch zweimal Sendershock saurer Kaugummi mit Cola-Fruchtgeschmack. Ein saurer Mix von Sendershock plus auch nochmal dasselbe, also zweimal Sendershock saurer Mix. War das jetzt von meiner Tante? Ich weiß es gar nicht. Das ist, das ist ja immer das Schöne, man weiß ja nie, was man kriegt. Und wenn man dann was kriegt, dann freut man sich, dass es Marie gibt und kann sagen, guck mal Marie, für dich. Und dann freut die sich auch, weil dann kriegt die auch was. Das ist von meiner Cousine. Da ist bestimmt eine Chili-Soße drin, so wie sich das anfühlt. Das ist dann nämlich so eine kleine Glasflasche, wie wenn du dir beim Netto an der Kasse so ein Pfeffi mitnimmst. Hier ist auch so ein Bild drauf von einem Azteken, glaube ich. Machen wir mal hier auf, rupfen wir mal, gucken mal rein, sind mal gespannt, was es ist genau. Ein Afterburner Hot Sauce Panem et Sicherenzanz, kann ich nicht lesen. Sehr scharfe Chili-Soße von Kindern fernhalten. Steht da eine Scoville-Anzahl drauf? Leider nicht.
Die kommt aus Berlin. Schütteln, shake well. Zutaten: Paprika, Äpfel, Zwiebeln, Weißwein, Essig, Clementine 10%, Trinidad Skorpion, Chili 6,6%, Knoblauch, Limetten, Olivenöl, Meersalz. Die klingt auf jeden Fall sehr fruchtig und gleichzeitig mit einer Schärfe. Ich denke mal, das wird eine sehr süßliche, leckere Soße sein. Die letzte gute, beste Soße, die ich hatte, war ja dieses Scorpion, dieses Stinger Special Edition. Die sieht lustig aus, weil da sind halt zwei dicke Arschbacken und in der Mitte aus dem Loch kommt das Feuer rausgeschossen, die Afterburner Hot Sauce. Angst habe ich nur, weil viele einfach mit solchen Etiketten zeigen wollen, dass sie mega krass sind, und dann ist es gar nicht mega krass, und das lustige Etikett lenkt leider total ab von einer guten Soße. Sind wir mal gespannt, was das macht und was das hat. Hier ist noch, was ist das, aus Holz? Das gab es wahrscheinlich halt dann einfach dazu. Ist das ein Sumo-Ringer, der sich bückt? Ist das ein Schwein? Bin das ich? Das ist auf jeden Fall alles zum Hinstellen. Und ja, erst ist alles gut und dann ist alles feuerrot. So, tun wir das jetzt mal deuten. Dann hier noch kleine Stickers oder sonst was. Heldberg Games. Wir haben hier nochmal einen Sticker von Afterburner. Ist auch nochmal hier mit dabei. Hier noch ein Kubus. Also ein Würfel mit Totenkopf drauf und ein zweiter Würfel Totenkopf. Die Sticker sind auf jeden Fall cool. Ich weiß aber immer nicht, was man mit Stickern macht, wo man die hinbringt. Oh, ich merke jetzt aber schon, dass ich Rückenschmerzen habe, ja. Dann haben wir hier ein Päckchen von Amazon. Das kam gestern an, das packe ich jetzt einfach mit aus. Denn das müsste, das habe ich mir selber bestellt, das müsste hier nämlich das neue Pokémon Go Plus Plus sein. Für 60 Euro, was viele jetzt haben wollen. Ich brauche es eigentlich nicht. Ich würde nur gucken, dass ich mir das Relaxo aus der Spezialforschung hole. Die Spezialforschung mit Video mal für den Kanal abschließe. Und dann, wenn ich die Spezialforschung und alles andere habe, würde ich dieses Gadget, dieses Go Plus Plus vielleicht verlosen an die Community, falls das jemand von euch braucht und nutzen möchte. Denn ich brauche es, wie gesagt, eigentlich nicht. Ich habe mir das schon so zu dem Zweck geholt, dass ich das an euch dann weitergeben kann. Jetzt haben wir das nächste Paket. Das ist dieses braune hier, wo ich auch gerade nicht so richtig weiß. Das könnte von meiner anderen Tante sein. Ich glaube, ja, die Soße war von der Cousine. Das kleine war von A-Hörnchen. Das hier ist vielleicht von B-Hörnchen. Gucken wir also hier mal rein. Wir haben hier einmal ein Mitsuba Thai Chili Crispies. Schärfe 1 von 3. Was ist das genau? Sind kleine Krusten zum Essen? Habe ich auf jeden Fall noch nicht gesehen, kenne ich nicht. Können wir einmal hier hinterpacken. Genauso wie Wasabi Peanut Crunch und Crispies, das hat Schärfe 2 von 3. Das war also ein eher Nussmix zum Essen mit scharf dran. Nüsse eigentlich gut, Wasabi immer total schlimm. Ich hasse Wasabi, das ist wieder was für die Nase, was dann total zieht und dir ins Gehirn steigt. Aber mal probieren trotzdem, wie es schmeckt. Dann haben wir hier nochmal dieses kleine Männchen, was wir eben schon hatten. Ich glaube, ja, das kommt doch aus der Region, aus der Hessberg-Region. Können hier das sicherlich irgendwie aufziehen, aufmachen. Noch nie so eine Verpackung gesehen. In welche Richtung muss das denn? In gar keine. Wir machen es jetzt einfach so auf und reißen einfach einmal wild dran rum. Und haben hier noch ein, wieder wie so ein Anhänger, ein Schlüsselanhänger, wieder mit so einem Gesicht drauf. Auch von der gleichen Firma, nur diesmal bückt er sich nicht. Ihr seht das Gesicht dazu vom Sumo-Ringer. Im Endeffekt könnt ihr das restliche Stück hier unten dranhängen. Einmal normal mit Backen, einmal hier mit roten Backen und ein Heft, ein Malbuch, ein mein ultimativer Mal- und Spielspaß mit mehr als 150 Stickern. Offizielles Pokémon-Produkt. Guckt euch das an, wenn das Marie sieht, die rastet wieder komplett aus. Besitzt du Fähigkeiten, um ein guter Pokémon-Trainer zu sein? Hilf Ash und Pikachu bei ihren Kämpfen gegen Team Rocket. Lerne neue Attacken und Trainer kennen. Viele coole Rätsel, Spiele, Ausmalbilder warten auf dich. Vielleicht hebe ich das auch auf für den kleinen Habanero.
weil, damit er auch mal irgendwas hat. Bei Marie ist nämlich immer, die sieht was, das sind 100 Bilder zum Ausmalen, auf dem ersten macht sie 3 Striche und dann wirft sie das Heft weg, weil sie sagt, sie braucht Platz im Zimmer. Das finde ich schade und deswegen mal gucken, vielleicht mache ich es auch selber. Das sind ja auch fette Rätsel drin, um das Gehirn ein bisschen anzustrengen. Vielleicht ist es mir aber auch zu viel. Dann guck mal hier mal rein, hier ist nämlich noch ein Karton. Da hat Pupsi was bestellt für sich. Das wollte ich ihr mal zeigen. Gleichzeitig hat sie aber für mich was bestellt. Das hatte sie extra. Ich habe es jetzt aber einfach hier mit reingetan in den Karton. Und zwar hat sie für mich diese Chips Flaming Hot Crunchy mit einem Leoparden drauf irgendwas. Dazu gedacht, das ist cool, das sieht gut aus. Es hat eine super schöne Verpackung. Da ist so ein brennender Leopard drauf. Das sind Flaming Hot irgendwas. Das muss ich unbedingt mal mitnehmen. Dann, weil wir es die ganze Zeit schon davon hatten, ich es aber noch nie probiert habe, Takis. Meine erste Tüte Takis. Takis Experto Extra Quad mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Schärfegraden, 6 Chilis da drauf. Das müssten wahrscheinlich die schärfsten sein, die haben, die es da gibt. Von Takis habe ich richtig schöne verschiedene Packungen erwartet, vom Design her. Sie hat mehrere gekauft und irgendwie sind die alle lila. Ich dachte immer, die haben alle so ganz spezielle Designs. Das sind auf jeden Fall die Extra Hot Stufe 6. Falls ihr die schon mal probiert habt, dann haben wir zwischendrin hier die Takis Fuego. Ist auch eine viel kleinere Tüte. Dann haben wir hier die Takis Queso Vulcano, also vielleicht mit Käse auch, wenn das Queso heißt. Das ist nur Stufe 3 von 6, ist also nur die Hälfte von den ersten. Bei den zweiten ist hier Stufe 3 von 4, da geht es nur bis 4. Was das heißt, weiß ich nicht. Was ganz wichtig ist, was immer auffällig ist, die Takis Blue Heat, Hot Chili Pepper, Tortilla Chips, Blue Heat, extrem hot. Ob die so extrem sind, das werden wir noch rausfinden. Ob man da eine blaue Zunge kriegt, das werden wir auch rausfinden. Sehen auf jeden Fall auch interessant aus. Und der Rest ist eigentlich für Pupsi. Die ist nämlich auf den Trichter gekommen, sich die ganze Zeit jetzt diese Hers Jalapeno Cheese Curls zu bestellen. Die mag die halt richtig gerne. Hat sie hier, da sind noch 3 Packungen drin. 2 hat sie, glaube ich, schon raus. 2 hat sie schon gegessen. Jalapeno Cheese Curls von Hers. Weiter haben wir hier einen Beutel von der Mama. Bei der Mama ist hier drin einmal diese Pommes mit Ketchup-Style. Dann haben wir hier drüben Handtuch, glaube ich. Wichtig, hat sie gesagt. Das musst du aber noch mal waschen, das ist noch nicht gewaschen. Ein Duschtuch, ja. Ich habe bisher nämlich noch nie geduscht, also brauche ich erstmal ein Duschtuch. Dann haben wir hier drin ein 7er Pack weiße T-Shirts. Das hat sie auch schon gesagt. In der XXL. Weiße T-Shirts sind schon gewaschen. XXL, das ist richtig krass. Ihr wisst, ich mag weiß. Weiß ist edel. Und dann hier eine Karte, die hat Marie schon aufgemacht und hat mal reingeguckt. Dann war sie beleidigt. Denn was ist da drin? Wir haben eine Karte zum Geburtstag. Viel Glück. Das Glück ist wie ein Schmetterling. Wenn wir es jagen, vermögen wir es nicht zu fangen. Aber wenn wir ganz ruhig innehalten, dann lässt es sich auf uns nieder. Das ist sehr schön. Das ist nämlich auch so schön hell und so schön gelb und so goldig. Erinnert mich irgendwie an Bier. Und dann, wenn wir es aufmachen, habt ihr hier drin 100 Euro plus 100 Euro Amazon-Gutschein und wieder mal flotte weiße Sprüche. Da steht links nämlich noch: Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen. Walt Disney. Vor allem aber beste Gesundheit, weiterhin viel Erfolg mit deinem Kanal. Jede Menge Spaß und Freude mit deiner Familie, vor allem mit dem kleinen Jonas. Wünsch dir, lieber Ramon, von ganzem Herzen deine Mama. So, Dankeschön, Mama. Hab dich lieb. Ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal Wrestling wieder zusammen gucken können. Und immer, wenn wir mal rauskommen und du total außer Atem bist, wenn der kleine Habanero dort rumhüpft. Da hat sie richtig Spaß dran. Das ist ein Fanpaket. Deswegen stelle ich das wieder weg. Das möchte ich nämlich als letztes machen.
und möchte vorher noch mal kurz zeigen, was das hier ist. Da steht nämlich Samyang Too Spicy drauf. Und das müsste auch, wenn alles passt, ein ganzer Karton Samyang Too Spicy sein. Den wollte ich in einem Asia-Unboxing, wo ich lauter Asia-Pakete und Asia-Sachen ausgepackt habe, auch noch mit auspacken. Habe ich irgendwie übersehen, ist verloren gegangen. Jetzt ist er wieder aufgetaucht und ich habe ein super Angebot gemacht bei eBay Kleinanzeigen. War einer, der hat privat verkauft und hat so einen ganzen Karton mit 8x 5er-Packs Too Spicy für 42 Euro verkauft. Ich habe ihn dann gefragt, ob wir die 42 inklusive Versand machen können, sonst wären ja da nochmal 8 Euro dazugekommen oder irgendwas. Er hat gesagt, jo, kein Problem. Denn wenn ich mal so in die Läden gucke, früher habe ich bei Amazon 8 Euro bezahlt für einen 5er-Pack. Jetzt rechnet 8x8. Dann seid ihr auf jeden Fall über 42. Dann später haben sie das aber erhöht von 8 Euro. Mittlerweile bezahlst du vielleicht 15 Euro für einen 5er-Pack. Jetzt rechnet mal 8 mal 15, dann seid ihr auf jeden Fall über 42. Und manche sehen das in Läden vor Ort, wo sie das kaufen können, bei GoAsia oder so. Bei uns gibt es keinen GoAsia-Laden, da müsste man auch wieder sonst wie weit hinfahren und machen und tun. Gut, das hier ist ein Platzhalter. Das ist ein Platzhalter. Das ist auch ein Platzhalter. Ja, ich glaube, da stand nicht 8, da stand nur 7. Also 7 Packungen Samyang Too Spicy sind da drin. 7 5er-Packs. Jetzt rechnet also nicht 8-mal, sondern 7-mal. Das ist gut. Dadurch, dass ich die jetzt auch gemacht habe, kann ich jetzt jeden Tag mir Samyang Too Spicy reinziehen. Mit Popsalat, ohne Popsalat. Immer 2 Packungen mit einmal. Das ist richtig stark. Die sind sogar noch haltbar bis Februar 24. So ein fetter Karton Too Spicy Nudeln für 42 Euro. Klingt erstmal brutal, ist aber mega günstig. So, dann nochmal das letzte Paket hier vom Net Ghost. Der Net Ghost ist einer der ersten und wenigen, die bisher Zuschauerpakete, Fanpost oder etc. hierher geschickt haben, damit Pupsi das empfangen kann, dass wenn ich da bin, ich das aufmachen kann. Oben, das ist gut, das ist beschriftet. Dankeschön an den Net Ghost. Ich mache das jetzt mal hier auf, da steht überall auch drauf, Vorsicht, Glas. Und dann schauen wir mal, was sich hier drin verbirgt im letzten Paket. Ich glaube, ich darf nie wieder die schwarze Mütze aufsetzen. Oder nur halt in Kombination mit dem weißen T-Shirt. Mein Gesicht ist immer so käsig und so weiß. Das sieht halt richtig schlimm aus. Er hat hier einen Beutel reingepackt. Ich habe aber in den Beutel jetzt schon irgendwie reingeschlitzt. Oh, das ist ein GoAsia-Beutel. Das heißt, der Karton kann weg. Der Karton ist von Wolfsblut. Premium Dog Food. Wolfsblut. Mann. Premium Dog Food. Aber dieser Beutel ist vom GoAsia Laden. Das ist richtig stark. Das ist das, wo jeder in seiner Stadt einen GoAsia Laden hat. Wo es ein 5er-Pack Samyang gefühlt 8, 7, 6 Euro kostet, je nachdem. Ich habe keinen, aber da gibt es immer auch spezielle Sachen und alles fett und alles dope. Und da wollen wir jetzt mal reingucken, wie das hier zusammengemacht ist, sodass es gar nicht aufkriegt. Ich es vielleicht mal runterstellen sollte. Adi Schatz! So, oben ist auf jeden Fall erstmal ein Zettel. Auf dem Zettel steht. Wer hat das denn gemacht? Alles Gute zum Geburtstag und vor allem Gesundheit wünschen wir dir und deiner Familie. Mirko Netghost und Melanie. Lilly. Lilly? Lilly. Nape? Reiki, Hund, was ist Liliu? Ich kann leider den Namen nicht lesen von der Dame, ne? Der Net Ghost. Lili. Lili Name, Liliuabe, Lilidi. Der hat auf jeden Fall wieder lauter so Tatzen, Hundetatzen hier hingemacht, als Stempel und sogar in das Papier reingestanzt, dass da jetzt Löcher sind. Mit Pfötchen. Pfötchenlöcher für zum Durchgucken überhaupt. Und was passt zu Pfötchen?
dass wir hier wieder ganz viele Packungen Dreamies haben. Dreamies mit Katzenminze. Dreamies mit köstlichen Käse. Dreamies mit leckerem Huhn. Dreamies mit schmackhaften Lachsgeschmack. Ich glaube, das waren die Dreamies. Kann man die jetzt da hinwerfen, ohne dass die Katze rangeht? So, hat er nicht gesehen, genau. Dann haben wir hier Bear Chopsticks Helper. Das sind also theoretisch, Stäbchen halt. Haben die noch einen anderen Namen? Nein, Stäbchen. Stäbchen zum Essen von China-Nudeln, von anderen Sachen. Da kannst du Fleisch mit essen, da kannst du Sushi mit essen. Das ist ein Bärchen. Und die bleiben einfach zusammen. Du kannst vorne nur noch drücken und dann kannst du damit ja mal versuchen, deine Samyang-Nudeln zu essen. Das ist nice. Das muss ich mal probieren. Dann haben wir hier, ich habe keine Ahnung, was das ist. Es sieht auf jeden Fall pervers aus. Ein Bottle-Opener. Ach so, es ist einfach nur... Es ist einfach nur ein Flaschenöffner. Your best companion when feel thirsty, take a bottle of soft drink. Bottle opener. Das ist nämlich eine Katzenkralle. Und die greift dann auf euer Bier oder auf eure Limo oder auf sonst was und macht tsch, und dann isst die auf. Das seht ihr hier hinten nochmal. Da mit so Hebel dran, wie das dann einfach aufgemacht wird. Also immer hier dieses... Katzenpersonal, Einkaufschip, Katzenpersonal, T-Shirt hier, Katze hier, da alles. Tasse, Trinknapf für Katzenpersonal. Jetzt hier alles auf Katze getrimmt. Das ist irgendwie schnulli, aber gleichzeitig ist es auch total süß und nett gemeint und hat auch Bezug. Deswegen werfen wir es auch schnell wieder hinten rein. Da sind schon wieder T-Shirts drin. Jetzt haben wir aber erstmal hier, sind auch Samyang drin, nämlich zwei Packungen von den Yia Yang Nudeln. Zwei Packungen von den Kimchi Nudeln. Adi Schatz. Zwei Packungen von den Potato Ramen, die die Shinaya schon mal gesehen und getestet hat. Die auch ein Päckchen dazukommen lassen. Die muss ich auch nochmal probieren. Dann haben wir nochmal die Habanero Lime, die sind verdammt gut, das sage ich euch. Dann haben wir die Bulldog Cheese, meine Lieblingssorte von Samyang. Obwohl, seitdem es die Habanero Lime gibt, können die vielleicht denen den Rang abspenstig machen. Dann habt ihr nochmal Samyang, zwei Packungen, nochmal Yia Yang Ramen mit Soybean Sauce. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist zwischen denen und den Grün, weil das ist ja beides Yia Yang, aber die sind, glaube ich, älter. Entweder war das Original früher so und dann haben sie das Design angepasst oder es gibt einen kleinen, feinen Unterschied. Die werden wir aber auch auf jeden Fall nochmal testen. Diese braunen. Dann haben wir hier, oh mein Gott, weil er es gesagt hat, vergesst mal Too Spicy, wir haben Three Spicy. Ich habe damals eine Packung Three Spicy Nudeln mir geholt bei eBay. Das kam von Amerika. Da habe ich für einen 5er-Pack 50 Euro bezahlt. Jetzt gab es die im Go Asia Laden auch für 6 bis 8 Euro in der Spanne. Das ist auf jeden Fall ein Schnapper. Ein 5er-Pack Three Spicy. Das zweite 5er-Pack Three Spicy. Und sogar noch ein drittes 5er-Pack Three Spicy. Die sind wirklich, kriegt da jedes Mal Schlucker, wenn ich die probiere, weil die so heftig sind. Dann haben wir hier noch zwei T-Shirts. Dein Scharf ist mein Normal. Die passen immer so gut, die T-Shirts, ja? Dein Schaf ist mein Normal. Ich habe auch die anderen Sachen hier mit YouTube und mit Katzen. Habe ich auch schon oft angehabt. Liegen auch hier im Schrank. Jetzt auch nochmal richtig provokant hier. Dein Schaf ist mein Normal. Was für dich also scharf ist, das esse ich einfach so zum Frühstück. Ne? Das passt einfach wirklich für mich und es ist wieder ein Geschenk. Ich selber würde mir nie sowas machen. Das fände ich total peinlich. Wenn das aber jemand macht für dich und dir schenkt, dann kann ich das voller Stolz tragen und dann immer sagen, das war ein Geschenk von meinen Zuschauern. Was, Zuschauer? Hey, was machst du denn schon? Können dir interessante Gespräche führen. Dein Schaf ist mein Normal.
Das ist ein sehr cooles T-Shirt. Und dann haben wir hier noch eins. Ein weißes und Tanktop. Team Scoville. Created for you by Spaßpredigers Shirts. Team Scoville. Was seid ihr für ein Team? Wir sind Team Scoville. Ich glaube, ich muss schon wieder mich umziehen. Wir müssen das hier raustun. Das hier anziehen. Für den Sommer. Ich habe die ganze Zeit, du wirst es nicht glauben, ich habe die ganze Zeit einen Tanktop gesucht, irgendwas, was ich so anziehen kann für den Sommer, wo die Arme ein bisschen rausgucken, was man anziehen kann, was ein bisschen Figur macht. Ich war überall in den Klamottenläden, ich war im Kick, ich war sonst wo, ich war da, ich war hier hin und her. Die haben so weiße Hemden verkauft, aber mega teuer und dann gleich im 2, 3, 4, 5er Pack. Und dann habe ich gedacht, ich gehe zum Kick, da gibt es die günstiger. Ich brauche doch einfach nur so ein weißes Unterhemd mal zum Anziehen für Videos, dass die weiß sind und dass da ein bisschen Luft rankommt. Und im Kick hatten sie nur schwarz oder grau. Und so musste ich im Endeffekt dann ein graues Tanktop nehmen zum Anziehen. Und überhaupt erstmal Glück haben, dass es in meiner Größe gibt. Jetzt habe ich hier ein weißes und das Weiße sieht einfach richtig edel aus und richtig cool mit Team Scoville. Das ist auch richtig schön. Dankeschön dafür. Und dann haben wir noch was. Das sieht doch auch schon wieder spaßig aus. Da ist noch ein T-Shirt dabei. Ein schwarzes T-Shirt, was wieder in eine ganz andere Richtung geht. Da sehe ich nämlich irgendeinen mit einem Kinderwagen. Ein Kinderwagen und lauter Blutspritzer hier oben. Also ich mag ja eigentlich immer so Designs, wenn du schwarze T-Shirts hast mit weißer Schrift drauf und noch roten Effekten. Was? Schwarz-Weiß-Rot? Ich mag das halt, wenn da weiße Schrift ist und rote Blutspritzer oder rote Schrift noch mit dabei. Das gerade viele Wrestling-T-Shirts, die ich damals immer hatte, waren auch so von Triple H und von irgendwas. Jetzt haben wir hier eins, es soll wohl The Walking Dead sein. Ach so, na dann ist ja schon alles gesagt, statt The Walking Dead, D-E-A-D, The Walking Dead, D-A-D, also der Papa, der spazieren geht, statt der Papa, der, statt die Toten, die laufenden, die lebenden Toten. Hier habt ihr von Harris auf jeden Fall eine Urkunde für den besten Papa der Welt, offizielles Familiendokument, ist auch mit dabei. Brandheiße Original Harris Designs, geliefert in origineller Verpackung, attraktiver Zugabe, Gimmick, Goodies für jeden Anlass direkt zum Verschenken geeignet. T-Shirts, Hoodies, Kids, Babytassen, Schilder, Anhänger, Frühstücksbrett, Collection, Family Grill, Hunde, Katzen, Berufe, Hobby, Karneval, Mallorca, Modelbau, Einhorn, Geburtstage, Garten, Sport, Gamer, etc. Kenne ich nicht, noch nie gesehen. Harris.com, ja, ist das das? Müsst ihr mal gucken. Jetzt schauen wir uns das T-Shirt an. Da ist immer noch eine Pappe drin oder so. Ach nee, warte hier. For you, to, from, für und dann für wen? Ja, was denn hier? Das ist doch hier E.T., oder? Ist das nicht E.T.? Für dich kannst du auf jeden Fall dahin noch als Karte so machen. Wenn du es jetzt vorne dir anguckst, steht da. Genau! The Walking Dead! Deswegen ist es mit Blutspritzern, weil alle dann denken, das sind die lebenden Toten. The Walking Dead und dabei ist es einfach nur der Vater, der halt spazieren geht. Und dadurch hier dieses Bild mit Kinderwagen. Das ist cool, das ist richtig stark und es ist vor allem wieder ein Geschenk und deswegen kann man es voller Stolz tragen. Wenn jemand fragt, ja, wo hast du das denn her? Hat mir ein Zuschauer geschickt. Wow! Und da geht die Party ab. Ich finde sogar den Beutel cool. Leider habe ich vorhin beim Aufmachen mit der Schere oben hier so einen Schlitz reingemacht. Aber das macht nichts. So wichtig ist der Schlitz, glaube ich, nicht. Und das müsste jetzt alles gewesen sein. Ich bedanke mich bei jedem, der an mich gedacht hat, der auch gratuliert hat, bei den Leuten, die beim Geburtstag da waren, die Geburtstagsvlogs werden kommen. Donnerstag, Freitag und Samstag, jeweils 20 Uhr, eine Premiere mit Live-Chat. Und Donnerstag die Vorbereitung, 3 Tage mit Hannes und was wir alles erlebt haben und weshalb wir am Freitag und Samstag so kaputt waren. Freitag dann
das Eintreffen mit den Gästen, die erste Übernachtung, Samstag dann nochmal die restlichen Gäste dazu, das Reigenfeiern in den Geburtstag 0 Uhr mit Feuerwerk, aber das schon wieder gespoilert. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses, das ist die Ende. Und hinter mir habt ihr hier noch den Adi-Schatz. Ach so, so muss ein Unboxing aussehen, wenn es vorbei ist. Und so sieht der Adi-Schatz aus, wenn er hier liegt und chillt. Guck mal, Adi, die Ente. Adi, die Ente. Da wird am Bauch rumgeschleckt. Und jetzt? Nein! Warum tust du das? So, peace out, Vorhaut. Euer Ramses.